Ja, ihr Lieben, hier ist wieder Claire und heute möchte ich euch meine beiden Hexenkalender vorstellen. Die werden einige auch schon gesehen haben, den immerwährenden Hexenkalender und den Kalender fürs nächste Jahr. Und da werden sich manche natürlich auch schon gefragt haben, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Brauche ich beide überhaupt? Wie ist das alles gedacht? Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Der immerwährende Hexenkalender ist praktisch ein Kalendarium, wo man Jahrestage einträgt, wo man Geburtstage einträgt, all diese Dinge. Er hat natürlich auch noch Inhalte, so ist es nicht. Aber grundsätzlich ist er so gedacht, dass man da wirklich so die Sachen eintragen kann, die jedes Jahr wiederkommen. Man kann den Platz natürlich auch nutzen, um sich Notizen für Rituale, für magische Arbeiten, für Erfahrung, für all das zu machen. Also das kann jeder nutzen, wie er möchte. Aber vom Grundgedanken her ist es halt so ein Kalender, auch ein schönes Geschenkbuch einfach, finde ich. Weil ich, ich komme gleich noch dazu, weil ich halt auch auf die Magie an sich eingehe. Also man muss nicht irgendwie jetzt schon wahnsinnig viel Erfahrung haben oder alles schon wissen, so nach dem Motto, hier wird nochmal in aller Ruhe erklärt, was ist Magie überhaupt? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie kann ich das betrachten? Auch als heutiger Mensch natürlich, ne? Das ist ja mal ganz wichtig. Die Tradition, aber auch das Heutige, was mir sehr wichtig ist, dass man da eine gesunde Balance findet. Praktische Magie, der Begriff der Hexe und natürlich auch weiße und schwarze Magie, weil das ein Thema ist, was ich auch immer wieder gefragt werde. Und das hat sich auch, darauf gehe ich auch im Text ein, es hat sich auch historisch das Verständnis verschoben, einfach anhand der Lebensbedingungen der Menschen. Ja, Magie ist ja nichts, was im luftleeren Raum passiert. Das ist etwas, was immer mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammenhängt auch. Und daher wollte ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen, dass man es auch so ein bisschen im geschichtlichen Kontext sieht einfach. Und das große Bild so ein bisschen anschneiden. Klar, es ist jetzt kein Buch, man kann nicht ellenlang ausführen, aber so ein bisschen wollte ich schon mit einbringen. Ja, dann die Durchführung von Ritualen. Das ist auch so ein Teil, so ein Bereich einfach, zu dem ich ganz viele Fragen kriege, weil es dazu viele verschiedene Ansichten und Meinungen gibt und manche sind sehr starr und sehr einschränkend und dann haben die Leute so eine Hemmschwelle. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil Magie ja eigentlich dazu da ist, sich selbst zu helfen. Ja? Denken wir an die alten Ägypter, da war Magie das Geschenk der Götter an die Menschen, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ja? Ist das nicht wunderbar? Und genau das ist der Spirit, in dem ich es auch sehe. Ja? Deshalb ist mir das wichtig, da einfach nochmal drauf einzugehen. Wer kann Rituale durchführen? Wie macht man es? Wann und wo fängt man am besten an? Ja? Also, dass man wirklich so einen Einstieg hat, alles mal kompakt beleuchtet, dass man so eine Basis hat, mit der man weitermachen kann. Ja, und dann kommen die Monatsrituale. Und in diesem Kalender, das ist auch der Unterschied zu dem zum neuen Jahr, habe ich, oder zum nächsten Jahr, habe ich den Fokus wirklich auf die Jahreskreisfeste gelegt und auf die vier Elemente. Ja, damit haben wir 12 Monate zusammen, das passt wunderbar. Fand ich eine runde Sache. Und dann gibt es auch noch zu den Jahreskreisfesten zum Schluss ein paar Bemerkungen und dann die besonderen magischen Tage und Termine im Jahreslauf. Da habe ich so die alten Feiertage der Götter und Göttinnen, soweit sie überliefert sind. Es gab natürlich noch viel mehr Götter und Göttinnen und es gab auch noch viel mehr Feiertage, das ist klar. In der Antike, das war ja nicht so geregelt, da gab es ja nicht eine Stelle und die hat allen gesagt, wie sie feiern sollen. Es gab viele lokale Kultzentren. Und es war sehr lebendig. Ja, man hat auf das gehört, auch was von oben kam und manchmal die Tradition entsprechend angepasst. Also das war sehr fließend alles. Aber das, was man greifen kann, das habe ich versucht zu greifen und einzubringen. Wobei natürlich auch nicht alle Hexen mit den alten Göttern arbeiten. Das muss man auch dazu sagen. Wir sind ein sehr vielschichtiger Weg. Genauso soll es auch sein. Aber für die Leute, die es interessiert, habe ich das mit drin. Ja, das also dazu. Nochmal einen Blick rein. Das sind die Rituale. So sieht das dann aus. Hier hat man viel, viel Platz für Notizen, für Geburtstage, Jahrestage, wie gesagt, was man so eintragen möchte. Ein paar Fotos sind auch von meinem Mann. Also wenn wir irgendwie dazu kommen zu fotografieren oder so und es passt schön, dann versuchen wir da auch wirklich eine persönliche Note reinzubringen. Und ja, ne, alles schafft man nicht. Hier, das ist eine Brücke in Leipzig bei uns. Also da haben wir so ein bisschen, dass einfach was Persönliches dabei ist. Ja. Das bin ich mit Johanniskraut, beziehungsweise meine Hand sozusagen. Also einfach, dass man da eine persönliche Note reinbringt. Wir schaffen es jetzt nicht, alles zu fotografieren oder so, aber ich finde es wichtig, das zu zeigen, weil der Hexenweg ist ein lebendiger Weg, ein Weg im echten Leben und ich finde, das muss ich dann auch so ein bisschen widerspiegeln immer. Ja, das also zum immerwährenden Kalender und jetzt kommt der Kalender fürs kommende Jahr. Und zwar dein magisches Jahr 2022 und
Da gucken wir gleich mal rein für jeden Tag. Wie ihr seht, er ist farbig, aber nicht too much. Das war so ein bisschen mein Anliegen. Ich wollte ihn nicht so in die Gothic-Richtung, so dunkle Hexenkalender gibt es natürlich auch. Wer das mag, kein Problem, also so ist es nicht. Aber es ist nicht ganz mein Ding sozusagen. Und ja, ich wollte ihn aber auch nicht zu bunt haben. Also ich habe an meinen Verlag so ein bisschen die Maßgabe gesagt, es muss auch eine erwachsene Frau in der Tasche haben können. So, das war so mein Satz, wo ich dachte so, das muss einfach passen. Und wir können auch gleich mal reinschauen. Ich wollte vorher aber nochmal grundsätzlich sagen, worum es in dem Fall geht. Hier hatten wir ja wirklich mehr die Jahreskreisfeste, Ritual zu den vier Elementen. Also wie so eine Art Magiebuch mit immerwährendem Kalendarium, kann man sich vorstellen. Und hier geht es wirklich um die Praxis. Natürlich sind die Standards drin, die Mondphasen, in welchem Zeichen steht der Mond gerade. Auch ein paar Erläuterungen zu den Tierkreiszeichen und ihren verschiedenen Energien. Das sind ja immer so die Standards in Hexenkalendern. Finde ich auch sehr wichtig. Schreibe ich auch sehr gerne dazu, weil ich selber auch gerne lese, muss ich jetzt mal so sagen. Also man findet in solchen Listen eigentlich immer noch irgendein Stichwort oder irgendeinen Aspekt, wo man denkt, ah, gucke, das hattest du jetzt noch nicht dabei. So, und ich finde das immer sehr bereichernd. Also hier gehen wir auch die 12 Tierkreiszeichen durch. Ist auch schön, wenn jemand, es sind ja nun nicht alle schon seit vielen Jahren dabei, ja. Und wenn man einfach nochmal nachschlagen möchte und sich das ganze Thema überhaupt erst annähert und erarbeitet sozusagen, dann ist es einfach eine schöne Sache und ich finde, das muss dabei sein. Ja, genau. Dann gehe ich auch noch kurz dazu ein, das große Jahr, das kleine Jahr, die Sonne und der Mond und all diese Dinge, die für unsere Vorfahren sehr wichtig waren, das kommt also auch mit rein. Die Jahreskreisfeste, also ja, die Standards, ne? Und der Fokus in diesem Jahr, um darauf zurückzukommen, sind die Vollmonde in den Tierkreiszeichen. Ja, das ist so das, wo ich den Fokus drauf gesetzt habe. Im nächsten Jahr mache ich wieder einen neuen Fokus, dass es nicht langweilig wird. Man will sich ja nicht wiederholen, da habe ich auch schon schöne Ideen, aber die werden noch nicht verraten. Und in diesem Jahr geht es also wirklich Vollmondrituale in den 12 Tierkreiszeichen. Also wenn du sagst, okay, der Rest vom Kalender interessiert mich nicht, aber diese 12 Rituale sind spannend, dann wäre das auch was für dich. Ja, man kann den Kalender also auch behalten hinterher und sich dann Inspirationen holen. Immer wieder später, wenn man mal wieder zum Vollmond sagt, Mensch, ja, das ist ja auch so ein bisschen, wie man gerade im Alltag zu tun hat. Und manchmal ist es so, jetzt habe ich richtig Zeit und jetzt habe ich Lust, was mache ich denn zu diesem speziellen Mond jetzt am besten? Ja, kann man später also auch nochmal nachschlagen. Ich habe mich auch bei den Texten wie immer bemüht, es praxisnah zu halten. Ja, hier zum Beispiel haben wir auch schön bebildert mit der Jungfrau, Vollmond einer Jungfrau. Dass die Bilder schon mal so ein bisschen widerspiegeln, wie die Energie ist. Ja, hier die Waage in rosa, ganz zauberhaft. Wir haben... Genau, Entschuldigung, wir haben den Steinbock, die Steinbock-Energie, da habe ich versucht, zusammen mit den Bildredakteuren, weil Bilder ist immer so eine Sache, ich kann Texte schreiben, aber Bilder auswählen ist manchmal so eine Sache für sich bei mir, deshalb bin ich sehr froh, dass es dafür Profis gibt. Ich habe aber immer genau gesagt, welche Stimmung ich mir wünsche, welche Symbole ich mir wünsche, was passend ist. Ja, hier Schütze. Sternanis ist so ein typisches Schütze-Gewürz, was zu der Energie gut passt, in der klassischen Magie jetzt auch. Hier haben wir den Granat dafür, für den Skorpion, ja, für so dieses tiefsinnige, erotische, tief schürfende Prinzip auch. Da haben wir mal noch ein paar Beispiele, ich bin so weit vorne im Kalender. Wir haben den Wassermann. So ein bisschen Hippie-Boho-mäßig, fand ich sehr, sehr passend. Da gehe ich im Text auch auf David Bowie ein und ja, es passt einfach zu der Energie. Und ich finde immer, Korrespondenzen müssen auch ins Leben passen. Also natürlich die alten Korrespondenzen, die wir noch aus dem Mittelalter, aus der Renaissance, aus der Neuzeit haben, das ist nach wie vor die Basis. Weil ich finde auch, da sollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, weil manche Leute immer nur das Neue wollen, aber ich finde, wenn wir unsere Ahnen mit ins Boot holen wollen und all diese Dinge, dann müssen wir uns auch die alten Sachen angucken. Aber ich finde es genauso wichtig, die Korrespondenzen und die Zusammenhänge auch im Hier und Heute zu erkennen, denn sie sind immer da. Man muss nur gucken, alles lässt sich letztendlich irgendwie ins magische System einordnen. Natürlich auch alle heutigen Phänomene und Menschen oder eben auch Popstars. Ja. Definitiv, also die Menschheit hat sich ja nie wirklich verändert. Die Umstände ändern sich, die Technik ändert sich, all das ändert sich, aber der Mensch an sich ja nicht. So.
So richtig, ja. Hier Vollmond in den Fischen mit Jasmin. Sehr zauberhaft. Und dann habt ihr immer, also ich habe die Rituale, um das nochmal dazu zu sagen. Ihr kennt mich, also ein paar von euch kennen mich. Es ist so, ich mag keine Schema-F-Geschichten. Ich persönlich finde, die Sachen kommen so richtig ins Leben, wenn man was Eigenes dazu tut. Ja, viele, auch sehr alte magische Traditionen sind immer ein Stück weit improvisiert. Es gibt sogar Traditionen, bei denen man sagt, wenn du es genau gleich machst, dann wirkt es nicht so gut, ist nicht so stark. Ja. So weit würde ich nicht gehen. Ich finde, altüberlieferte und bewährte Rituale können auch ihre eigene Kraft dadurch entwickeln, dass man das so macht, wie es schon viele Leute vor einem gemacht haben. Aber es ist auch sehr schön, was Eigenes dazu zu fügen. Und deshalb habe ich bei jedem Ritual Düfte, Räucherwerk, ätherische Öle, also wie man das so geruchlich machen kann, die passenden Edelsteine, die Farben für Kerzen, Altartuch, Wunschzettel, Deko, all diese Dinge, passende Symbole an sich. Also hier zum Beispiel bei den Fischen sind das Perlen, Perlmutt, Fische, Wassermeer, Herzen, Schwimmkerzen, all solche Dinge. Und dann noch hilfreiche Gottheiten und Wesenheiten. Und aus diesem Paket, so gesagt, könnt ihr euch dann raussuchen, was für euch passend ist. Also hier oben sind praktisch nochmal die ganzen Korrespondenzen drüber. Und es gibt natürlich auch noch einen konkreten Ritualvorschlag. Den könnt ihr selbstverständlich abwandeln, verändern, vergrößern, verkleinern, wie es euch passt. Ja, das ist für mich, finde ich, immer ganz wichtig, weil nur so wird es authentisch. Ja, es gibt Menschen, die mögen es üppig und da ist mehr und das muss so richtig, richtig voll sein, der Altar. Ja? Und es gibt Leute, die machen kleine Sachen ganz reduziert, ganz sparsam und dann kommt die Energie bei ihnen so richtig an. Ja, die hätten bei so einem vollen, üppigen Ritual das Gefühl, alles wimmelt durcheinander und der Fokus fehlt. Und es ist in der Magie sehr wichtig, dass man darauf eingeht, wie man selbst gerade gestimmt ist. Das kann auch bei einer Person variieren, also so ist das nicht. Ja? Das kann immer unterschiedlich sein und deshalb ist es mir so wichtig, das breite Feld zu zeigen und dann könnt ihr euch das sozusagen rausnehmen, was für euch passend ist. Ja, das also der Kalender und ich wollte ihn euch einfach mal vorstellen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, gerne auch an meine Mailadresse claire@hexeclaire.de. Ich sammle alles, was wünscht ihr euch, was fehlt euch vielleicht auch, was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Sagt es mir einfach, weil ich finde immer Bücher und gerade auch Kalender noch viel mehr, sind immer eine Form von Kommunikation. Ja? Ich mache das nicht für mich, ich will nicht an euch vorbeischreiben, sondern das ist irgendwo was Gemeinsames, weil wir wollen ja alle Freude dran haben letztendlich. Ja? Und ich freue mich natürlich auch tierisch, dass ich nächstes Jahr zum ersten Mal meinen eigenen Kalender benutzen kann. Das ist auch so ein bisschen, ja, also ich bin nicht der Mensch, der sich an sowas schnell gewöhnt und ich finde das ganz wunderbar und ich hoffe, ihr habt auch viel Freude damit. Lasst mich wissen, wie es bei euch ankommt, ob es euch Freude macht, was ihr euch noch vorstellen könntet oder wünschen würdet, was euch interessiert. Und natürlich auch, was gut funktioniert. Ne? Ich bin da immer sehr gespannt und lasse es natürlich mit einfließen. Und ja, das ist also der Kalender und ich wünsche euch einfach auch generell schon mal ein schönes nächstes Jahr. Ne? Es kann ja nur besser.